Und herzlich willkommen zurück zu Goodbye Deponia. Ja, im letzten Part lief erstmal das Spiel ein bisschen unflüssig. Das habe ich, glaube ich, mittlerweile relativ gut behoben. Die Fensterwechsel gehen auch ein bisschen schneller. Das finde ich schon mal sehr schön. Ja, im letzten Part haben wir den Klitos mal auf die Krankenstation gebracht. Weil der Zellenwärter immer noch denkt, dass wir und er ein und dieselbe Person sind. Also hatte er gar nicht bemerkt, dass wir noch da drin waren. So, und wir gehen erstmal zu raus, weil zum einen ist da ein Papierflieger hochgeflogen, den ich doch gerne mal finden würde. So viel zu schneller laden. Verdammt! Ach, sie soll es. Na komm, so. Na schau mal. Ein Flyer. Nanu, hier steckt ein Flyer in der Außenwand. Was für eine jämmerliche Konstruktion. Der Konstrukteur hat offenbar keine Ahnung, wie man einen ordentlichen Papierflieger faltet. Ganz im Gegensatz zu mir natürlich. Therapeutische Stricke, die günstige Alternative. Was soll das denn heißen? Will sich da jemand einen Jux mit mir machen? Und Moment mal, was ist das denn? Da steckt ein Bleibuchstabe in der Spitze. Ein großes Urk. Ein Urk. Jetzt zeige ich dem nicht näher benannten, unbekannten Dilettanten mal, wie man das richtig macht. Hurra! Hier muss es seltsame Abwinde geben. Und dann stellte sich heraus, dass er auf die Idee gekommen war, seine Angelhaken in meiner Schmuckschatulle aufzubewahren. Sogar die Köder waren schon dran. Oh, es war so furchtbar. Ich wünschte mir, meine Ohren würden abfallen. Das kann ich im Moment gut nachvollziehen. Aua! Was ist denn das? Ein Flyer? Warum eigentlich nicht? Fräulein Toni, ich denke, ich habe eine gute Nachricht. Ich habe endlich die passende Therapie für Ihr Krankheitsbild gefunden. Warten Sie, ich stelle Ihnen nur kurz ein Rezept aus. Boah, voll schön. Voll schön, ja. So, was können wir noch? Ein Rohrpostschacht. Zum Zellenblock. Schlafender Organon. Der Widerstand scheint dem Organon ja nicht besonders zuzusetzen. Nicht wirklich, aber wer ist das denn? Der Schwesterbot oder was? So, gucken wir mal rein. Ich habe Rohrpostleitungen immer geliebt. Auch wenn sie sich nicht zum Verschicken von größeren Mengen Hefeteig eignen. Nein, aber bestimmt später. Vielleicht zum Austausch von Gegenständen. Er schläft wie ein Baby. Was genau genommen noch besser so ist. Ja, gut, dann wechseln wir doch einfach mal wieder zurück zum Stadt Rufus. Na komm. Na komm schon. Nicht so langsam. Gib mal ein bisschen Stoff. Dankeschön. So, und wo ist jetzt die Toni? Na? Komm. So, suchen wir doch mal Toni. Wo kann die denn sein? Dum, dum. Dum, 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 dum. Ah, es ist doch echt. Ich weiß auch nicht, warum es so schlimm ist. So, da kommt der Rufus ganz langsam. Und ja, wo ist jetzt Toni hin? Ich gehe erstmal den Therapeuten fragen, wo denn die liebe Fräulein Toni hin ist. Er sieht aus wie dieser Pantomime, von dem ich... Er versucht, nach seiner Mutter zu rufen, aber er hat ein Baguette im Mund, aus dem lauter Spinnen kriegt. Warum starren Sie mich denn so an? Das wollen Sie nicht wissen. Ja, aber mit dem Reden, dann macht er nur wieder eine Therapie mit uns. Ich bräuchte noch eine... Ja. Schon wieder? Nee, das wird nichts. Das können wir vergessen. Na gut. Nee, komm, das ist... Das ist nur die... So. Kommen Sie gern. So, dann, wo ist denn die Maus? Da. Oh, es ist echt so schlimm momentan. Und ich habe keine Ahnung, warum. Dann gehen wir mal dahin.
Das macht doch echt so keinen Spaß. Mensch. Hat doch vorher auch immer gut geklappt. So, ein bisschen beschleunigen. Ist sie denn wieder zurückgegangen? Hallo, schöne Frau. Was ist das? Ein Rezept für einen Strick. Ich habe es hier in Augenhöhe aufgehängt, um es als Option im Hinterkopf zu behalten. Für den Fall, dass du wieder auftauchst. Kann ich es haben? Nachdem ich jahrelang dafür gebetet habe, willst du dir also endlich einen Strick nehmen? Heute muss mein Geburtstag sein. Oh, und ich habe keinen Kuchen dabei. Geschweige denn 100 Kerzen. Nimm das Rezept und verschwinde. Bin schon weg. Schön, dass du wieder die Alte bist. Böse Rufus. Raus! Böser, böser Rufus. So, jetzt haben wir aber ein Rezept für einen Strick. Das ist doch schon mal sehr schön. Private Lotti, Tor zum Rebellenlager. Blah, dann... steht denn da drauf? Toni hat von ihrem Therapeuten ein Rezept bekommen. Suspendan, Hals und Wirbelsäule akut fort. Einmalige Anwendung. Ja, mehr geht ja auch nicht, ne? Lotti hat ihre Hormone, vielleicht hat... Das können wir ja schon. Ich bleibe da. Jedenfalls... Ja. Mama Bosos Muttermilch. Das war ja wirklich nicht vorherzusehen. Nee. Yum, das sieht ja lecker aus. Eine hervorragende Konsistenz. Und wie es aussieht, ganz ohne den Einsatz von Mehlwürmern. Ist eklig. So, da lässt uns ja immer noch keiner rein. Also gehen wir jetzt erstmal ganz langsam zur linken Seite des Bildes. Das ist doch alles. Und holen uns einen Strick. Also, zum Strickladen. Und da holen wir erstmal was zum Stricken. Oder nicht? Oder ja oder nein? Mal gucken. Nach der Folge werde ich auf jeden Fall wieder gucken, was ich machen kann. Weil in der Probe war das alles vernünftig. Das ist... Ich habe echt keine Ahnung, warum das so schlimm ist. Na. So, Rezept. Ich habe hier ein Rezept für einen Strick. Darf ich mal sehen? Ah ja, so einen habe ich noch auf Lager. Hier. Brauchen Sie vielleicht noch Imprägnierspray? Zu dieser Jahreszeit kann es an manchen Brückengeländern noch recht feucht sein. Das ist schon in Ordnung. Moment mal, das ist ja nur ein Schnürsenkel. Tja, ein besseres Modell übernimmt Ihre Krankenkasse leider nicht. Tut mir leid. Ein Strick. Ja, ein kleiner Strick. So, mit diesem kleinen Strick, den können wir jetzt... gehen wir erstmal... Naja, nicht zur Praxis, nicht zur Praxis. Ich wollte da unten hin. Zum Stadtteil kehren und dann in die Redaktion. Und dann können wir doch endlich mal Baby Boso einfangen. Würde ich mal behaupten. Gute Neuigkeiten. Ich habe ein Motiv. Echt jetzt? Komm mit. Dann gehen wir doch mal dahin. Langsamen Ladens. Vielleicht soll ich einfach mal ein bisschen Energy über meinen... Heul nicht rum und halt den Fotoapparat bereit, weil ich das, was ich jetzt tue, nur einmal tun werde. Es sei denn, das Foto wird nicht gut. Na, dann machen wir es nochmal. Ich meinte gerade, vielleicht sollte ich eventuell ein wenig Energy über meinen Rechner schütten. Dann läuft er vielleicht ein bisschen schneller. So, den Strick an den Haken. Ja, genau. Das wird eine wunderschöne Falle. So, guck nochmal. Perfekt. Rufus? Bist du sicher, dass eine Schlingenfalle hier die beste Option ist? Na sicher bin ich mir sicher. Das ist wie bei den Cowboys. Du machst.
magst doch Cowboys, oder? Ich mag Cowboy Dodo aus dem Kommunalfunk, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er ein Baby in eine Schlingenpfade locken würde. Ja, weil er kein echter Cowboy ist. Lass mich einfach mal machen, okay? Und halt den Fotoapparat bereit. Ja, das wird schon, das wird schon. Dann gehen wir zum Babyboso hin. Ab, tap, 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 tap. Tap, tap, tap. Nun geh schon. Jetzt sitzt er in der Falle. Und? Wer ist jetzt der Klügere? Hm? So, jetzt muss ich nur noch die Falle zuschnappen lassen, oder wie ist das? Die Falle ist gestellt. Jetzt muss ich den Säugling nur noch heroisch hineinlocken. Aber wie? Ach so. Oh, oh, oh mein Gott. Ah, nein. Rufus? Gehört das noch zum Plan? Ich verstehe dich nicht. Was willst du mir sagen? Vielleicht zeigst du einfach drauf. Ja, mach was. Hier, Strick. Das Seilende? Ich weiß nicht, ob ich das kann. Schon gut, schon gut. Ich komme ja schon. Nur Mut, Barry. Nur nicht runtergucken. Nur nicht. Oh, oh. Opa. Ich erkenne gerade kaum was, das gibt's doch nicht. Ich hab's geschafft. Ja, und ich konnte sogar helfen. Helfen? Pff, genau. Wenn du fertig bist, dir eine Scheibe von meinem Erfolg abzuschneiden, könntest du dann endlich das Foto machen? Bist du dir sicher? Ich kann mich ja auch so schon kaum halten. Mach das bescheuerte Foto! Na gut. Das Foto. Na, das hat doch prima geklappt. Findest du? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie das Ganze ausgegangen ist. Dann hast du ja das Beste verpasst. Habe ich ein Foto gemacht? Und was für eins? Ich borge es mir kurz aus, okay? Ich weiß nur wofür. Oh! Oh! Ja! Heldenfoto! Wie man's nimmt, wa? Oh, ein Babyboso! Was war das nochmal für Dings? Für Bilder? Genau, Elysium fehlt noch. Wie kriegen wir denn Elysium da irgendwo drauf? Hm. Überlegen. Schick. Ich würde mal sagen, dann bringen wir erstmal Babyboso zurück. Das sollte erstmal oberste Priorität haben. Na? So, Trümmersiedlung und... Ich mache hier gleich. Es ist auch. Und dann. Casaboso. Maum, maum. Na komm. Na komm schon.
Naja, na, gucken wir im nächsten Part mal, weil es ist jetzt echt so nicht tragbar. Gerade echt geht das gar nicht. Dann gucken wir im nächsten Part mal, was wir mit Baby Bose so anfangen können. Ob wir ihn einfach zurück abliefern oder ihn eventuell noch für irgendwas benutzen. Bis dahin, ciao!